So. Manager. Der Stream Manager lädt und lädt und lädt und lädt. Und wenn ich hier was sage, dann höre ich das hier auch. Das ist perfekt. Was geht hier eigentlich ab? Das Pflaster vom Po. So. Bin ich denn hier auch schon live? So halb. So fast. Makers und Crafting. Teil 2, das stimmt auch. Das ist ja perfekt. Dann kann ich das hier teilen. Teilen. Den wieder schließen. Du bist hier immer noch stumm geschaltet. Das ist super. Gut, dann gucken wir hier noch mal kurz. Schinden wir noch mal ein bisschen Zeit, damit die Leute Zeit haben, mitzukriegen, dass ich live bin. Weil ich hatte jetzt irgendwie längere Zeit nicht hier geguckt. Und dann kann ich das mal kurz nachholen. So, jetzt kommen wir gleich zu Schritt 2. Es ist heute ein bisschen später als gestern, aber es macht nichts. Ich habe ja gestern die Teile schon vorsortiert. Das ist doch schön. Oh, aus die Russland-Fans, ja. 10 Liter Dieselkraft. Ach so, Gott. Das hat Bild, dass sie offensichtlich. Das ist interessant. Situation, Situation. Ja, okay. Bin ich hier mal durch? Ist wohl das die. Das jetzt in meiner App, das ist schön. Ich sage Desktop for the win. Desktop for the win. Gut, dann sind wir hier durch. Jetzt hat hier schon. Achso, High Alarm. High Alarm Podcast. Sehr empfehlenswert. Gut, dann bin ich hier in meinem Stream Manager und dann können wir mal langsam loslegen hier. Das sind ja nicht zum Spaß hier. So, das Fenster, das Fenster, das Fenster. Schärfe ist gegeben. OBS, Chat. Ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, das Chatfenster ist kaputt. Habe ich hier ein? Ich hatte hier doch auch ein Chatfenster. Dann muss ich da ab und zu mal rüber gucken. Das Chatfenster hier sieht irgendwie kaputt aus. Vielleicht sollte ich es einfach mal schließen und wieder hervorholen. Ah, weil das Chatfenster scheint auch nichts anderes zu sein als ein Browser. So wie sich das verhält. Ah, egal. Alles nicht so wichtig. Ich glaube, ich muss die Tastatur heute mal ein bisschen anders drehen. Ich habe sie nämlich irgendwie, habe ich das Gefühl, ich verdrehe das Kabel immer weiter. So. Was ist da? Dreck. So, kurz gucken, da waren wir stehen geblieben. Die blauen Pins bleiben doch blaue Pins. Und wir kommen zu. Ich habe gar kein Lesezeichen. Wo sind eigentlich die Aufkleber? Hatte ich nicht gesagt, hier sind Aufkleber? Oder habe ich mich da geirrt? Das war doch bei dem Armaturenbrett, da wurden doch Aufkleber aufgeklebt. Aber wo sind die? Egal, ich will sie eigentlich nicht haben. Gut, das haben wir nicht. Hier sind wir. Da sind wir dabei. Achso, ich sollte ja vielleicht mal meine Schälchen hier ein bisschen ausbreiten. Das Liftarm-Schälchen, das Kleinkram-Schälchen, das Motorblock-Schälchen und hier hinten, nicht im Bild, liegen meine, ich kann hier auch mal ein bisschen ranholen, meine kostbaren schwarzen Pins. Kostbar, kostbar. Costa Cordalis. So. Die Maus noch mal ein bisschen aus dem Weg, dann kann ich das hier aus dem Bild ablegen. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem Leuchtstein. Wo ist er denn? Da, Sicherung raus. Pop. So, und jetzt
Leucht, 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 leucht. So, super. Ja, Pfeil sagt, da drücken, da leuchtet's. Jetzt kommt hier diese komische, jetzt kommt die absolute Farbenpracht, um es vornehm auszudrücken. Warum auch immer. So, und der soll jetzt so. Lime. Ich frage mich, wer auf die Idee kommt, solche Farben zu benutzen. So. Ach, da ist meine Tannfliese. Wieso ist sie denn da drin? Und dieses Gedöns kommt jetzt. Ja, du sollst nicht leuchten. Ich muss da nur mal gegendrücken. Gut. Überblick. Hier muss ich muss nur mal kurz ein Fenster verschieben. Alles im grünen Bereich. Fokus aufs richtige Fenster. Fokus am besten dahin. Da ist der Fokus gut. Gut, Leuchtstein angebaut. So, geknickter Liftarm. Geknickter Liftarm. So. Ein schwarz. Gut, ich glaube, dass hier ein blauer Pin hinkommt. Das ist völlig undramatisch. Dass hier ein roter Pin hinkommt. Ich glaube, das ist alles noch so weit im Inneren. Moment. So. So. Kleiner grauer L-Arm. Auch wieder mit blauem Pin. Müsste sich echt meinen ganzen Sack voll schwarzer Pins irgendwie. Kann man bestimmt irgendwo bestellen. So, und ich glaube, wir lösen jetzt gerade in dieser Sekunde das Problem. Genau, dass dieses Teil hier. Nee. Es klappt immer noch, aber jetzt hat es komische, noch komischere Nebeneffekte, das Hin- und Hergeklappe. Oh, was bauen wir denn jetzt für eine Konstruktion? 13er. Der kommt gleich. Jetzt kommt so einer. Das ist ja auch immer nur ein minimaler Unterschied. Diese, das ist wieder für einen halben Liftarm und das hier ist Noppe. Jetzt bauen wir wieder aus dem. Dem und noch einem roten ein Verbinder und dem und zwei blauen bauen wir noch einen Verbinder. Da kommt hier hin. Na. So, jetzt müssen wir hier natürlich Symmetrie herstellen. So, die zeigen nach innen. Oh, nochmal wieder zwei. Wieder zwei schwarze Pins. So, und diese komische Konstruktion, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Da in den Liftarm kommt der rote. Ah, oh, das geht saugend schmatzend dran vorbei. Mhm. Also diese 10 Pins, wo eigentlich so ein dünner Liftarm sich festhalten kann, die sollen einfach nur den Leuchtstein in Position halten. Okay. Understand. So, jetzt brauchen wir wieder so einen. Wie eben.
aber. Nee. Muss es schon richtig rumhalten. Und der kommt. Das ist immer bescheuert, wenn die erst. Wenn die das. Warum drehen die das Modell nicht? Warum bauen die jetzt alles sozusagen von der Seite an, wo man es dann in der Anleitung schlecht erkennen kann? Und warum schaffe ich es nicht, hier die Pins gleichzeitig anzubauen? Wieso ist das Ding? Ach, jetzt, ja, das liebe ich so, ne? Bei diesen Technik kombiniert mit Noppen. So, jetzt haben wir alles. Gut, den ich eben falsch angefangen habe zu bauen, hätte ich dann natürlich auch weiter benutzen können, weil klar war, dass der auf der anderen Seite zum Einsatz. Ach, oh, Moment. Ach, jetzt kommt ja noch viel, viel mehr davon. So ein. So ein, das wird jetzt, der kommt, das ist nämlich vier Stück, das kommt jetzt alles hier links, rechts davon, damit das ganze Ding hier Stabilität bekommt. Ein bisschen tückisch mit den Pins. So, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren, ich brauche jetzt einen, der so ist. Das ist dann der vierte im Bunde. Na. So, jetzt hat natürlich diese ganze Abteilung hier hinten wirklich ordentlich Halt. So, der wird jetzt hier befestigt. Ach so. Und da befestigt. Okay. Das kriegen wir hier langsam stabil. Okay. Ich weiß, ich baue schon wieder außerhalb der Kamera. Das ist immer sehr spannend natürlich. So. Ja. Und siehe da, es lässt sich nicht mehr knicken. Gut, noch so ein bisschen, aber wir kommen so langsam. Okay, die Farbenseuche tobt sich wieder aus. Jetzt machen wir hier so richtig. Oh, hätten wir es nicht noch ein bisschen greller machen können? Das ist ja eine Pracht. Wieder Leim, Gelb, Rot. Das muss ich nicht verstehen. Gut. Der kommt da drauf. Das wird nämlich eine. Achso, ich baue schon wieder hier. Ne? Das wird hier. Ne? Weil nachher drückt man von oben hier drauf und dadurch geht das Licht an. Aber warum muss das in diesen Farben sein? Damit es leichter zu bauen ist. So. Ja, richtig anfangen. So rum. Man muss auch richtig das Teil richtig in der Hand halten. SDMZM. So, und du kommst jetzt von der. Jetzt müssen unsere. Nee. Doch der. Nee. Da ist er. Farbe muss ja auch stimmen.
So, diesmal denke ich dran. Zweiter von oben. Und so, und unser Lichtschalter funktioniert immer noch. Das war der Schritt. Ich nehme mal das Riesenpanel zur Seite, das versperrt mir hier den Blick auf die Teile. Und du bekommst... Den müsste ich ja auf der anderen Seite auch haben. Ja, den habe ich auch auf der anderen Seite. Problem, jetzt müssen hier wieder drei Pins gleichzeitig. Drei Pins gleichzeitig. Jo. Symmetrie. Zack, da. Und die sollen... Die sollen erstmal nur so, achso, reflektiert zu doll. So sollen die erstmal nur. Oh, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich mag Bewegung. So, Viererachse mit Kopf. Wo sind meine kleinen Zahnräder? Achso, diesmal habe ich ja gar nicht so viel. Ach, du bist Ersatzteil. Schleich dich. Okay, hier macht es farblich jetzt durchaus Sinn, dass für den Abstandshalter, Moment, 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 da Vierer, wieder Vierer mit. Das macht jetzt durchaus Sinn, dass sie da gesagt haben, wir nehmen einen beigefarbenen Einer-Liftarm, weil die Zahnräder auch in der Farbe sind. Da passt das dann ja. Hallo, Pluszeichen. Da. So. Habe ich das jetzt richtig gebaut? Ich habe es richtig gebaut. Oh, Kaderngelenk, Kaderngelenk. Da, Kaderngelenk. Und 5,5er Achse. Zwei blaue Pins. Der kommt neben. Frag mich, hier kommen jetzt schon wieder solche Pins mit, also ne, Pin mit Noppe. Ich weiß nicht, was die schon wieder hier sollen. So, und die sollen jetzt. Also, wenn das Zahnrad so ist, dann sollen die Noppen in Richtung der Achse zeigen. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil... Der soll jetzt, achso, das war ja einfach. So, weil diese ganze Konstruktion, die ich jetzt hier in der Hand habe, die soll nachher hier den runterdrücken. Das heißt, das muss ja irgendwie eine Führung bekommen. Ne? Schon mal gucken, Lenkung. Lenkung funktioniert, das ist schön. Aber irgendwie muss das Ding an der Stelle in Position gehalten werden, aber sich rauf runter bewegen können. Aber jetzt springen wir erstmal zum anderen Thema offensichtlich. Wir springen nämlich jetzt zu Deko-Elementen. Eins. Dieses komische rote Leuchten. Ich hätte ja mal gucken sollen, es gibt doch bestimmt einen Trailer zum neuen Batman. Achso, jetzt springe ich schon wieder einen Schritt, wo man vielleicht auch das Auto mal sieht. Ich frage mich immer noch, was dieses blaue Leuchten soll. Ich hasse diese Dinge. Man kann sie nicht ordentlich festhalten.
Noch ein Dreier. Ach so, ja, jetzt komme ich hier wieder. Zack. Und da kommt jetzt eine von diesen Zahnstangen. Aber die Zahnstangen haben hier wirklich nur dekorativen Charakter. Ah, Krallen, die in Pins reingestoppelt werden. Eine Matt Trans Clear Bar und habe ich jetzt genau, achso, die sollten genau 90 Grad gedreht. Ja, ich dachte, die Stange kommt dazwischen, aber die kommt nicht wirklich. So. Und ich vermute mal, das soll so wie so ein Energiestrahl oder so sein. Und es ist zwar hier, das ist ja, hier hinten sind ja, oder ist ja ein Foto vom richtigen. Nee, das ist nicht, das ist Art. Das ist ja das richtige Auto, aber ich sehe halt hier auf dem Bild nicht, was dieses, was das sein soll, was da hinten dieses Leuchtelement. Das erinnert mich so ein bisschen an den Fluxkompensator, nur halt ein Strahl statt drei Strahlen. So. Nicht aus dem Konzept bringen lassen. Jetzt kommt hier. Ah, das wird, glaube ich. Ich glaube, das wird die Führung für den. Für die. Ja, genau, das wird sie. So. Aber jetzt kommen dann noch. Die. Die gewinkelten. Warum die Krallen jetzt nicht schwarz sind, sondern grau? Okay, soll nicht alles schwarz sein. So, und die Dinger hier kommen jetzt hier durch. Das sind. Und jetzt kann ich wahrscheinlich. Wo sind. Da sind die Pinholes, genau. Und jetzt kann ich nämlich. Ich liebe das immer, wenn die. Das ging auch so. Jetzt hat das hier immer noch ein bisschen, das erledigt sich nachher, aber jetzt kann man halt hier, ne, die Achse kann man runterdrücken. Das ist natürlich ein bisschen, jetzt hat die Feder in dem Leuchtstein hat die Aufgabe, das ganze Ding wieder hochzudrücken. Das nenne ich mal sportlich. Da hätte ich vielleicht versucht, noch irgendwie eine Feder zu spendieren. Ne, also hier sieht man das nochmal. Ne, und diese, in dem Leuchtstein muss ja eine Feder drin sein, die den Taster immer wieder rausschiebt. Und die schiebt jetzt über den Winkel die ganze Mechanik nach oben. Ja, sportlich. So, und er sagt jetzt hier irgendwas von wegen, wie das Zahnrad stehen soll. Aber ob das jetzt so steht oder so steht. Ja. Ja. Kleines L. Noch kleineres L. Jetzt kommt es hier so. So, jetzt wird es wieder kompliziert. Ich muss mal ein bisschen nach hinten blättern. Nee. Da ist der rote. Ich frage mich, ob man diesen roten Pin nachher sieht. Oder ob das Ding so tief eingebaut ist, dass man es nicht sieht. Ich bräuchte eigentlich einmal das fertige Modell. Hier ist alles so zappenduster, dass man es eh nicht sieht. Hier.
Es geht um Ding, diese Dinge geht es mir. Ich hätte gern irgendein Foto, wo man sieht. Oder sind die Dinger so... Ja, da sieht man sie, hinter den Sitzen. Wisst ihr was? Das Risiko gehe ich nicht ein. Wozu habe ich die in Grau? Weil ich glaube, auch minimal würde man die, glaube ich, sehen. Und das ist wirklich so eine Stelle, wo ich sage, das muss echt nicht sein. Und vor allen Dingen habe ich sie in einem Farbton, der perfekt sogar besser ist als schwarz an dieser Stelle, weil die, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln hier, weil ne, das Ding kommt hier rein, ne, und dann ist grau in grau, ist doch super. Also, weil ich glaube, man sieht, kann nachher da reingucken. Ne, wenn das Ding zusammengebaut ist, man kann da, also in den Fahrerraum reingucken und sieht dieses Ding. Und dass das dann grau ist und nicht rot, gefällt mir schon mal sehr. Die Vorstellung. So. Das andere Ende ist, glaube ich, uninteressant. Ich glaube, da wird nachher was draufgesteckt, dass man es nicht mehr sieht. Das Ende ist nicht entspannt, aber das Ende finde ich spannend. Aber jetzt habe ich hier irgendwie wieder... Irgendwie Überblick. So. So, jetzt kommt klein und grau. Der kommt da drauf. Silbern glänzende Hülle. Das ist ja mal erfreulich, dass sie da mal ein bisschen was Glänzendes spendieren. Da kommt wieder mein Nemesis-Teil drauf. Und das kommt hier drauf und das soll so schräg stehen. Ob das mal so hält. Und diese Konstruktion kommt jetzt also hier dran. So, und ich bin nämlich sicher, dass man nachher im Innenraum den roten Pin sehen würde. Soweit ich das auf den Fotos und dem fertigen Baubild sehen konnte, würde man diesen roten Pin oder dieses rote Plus, das würde man sehen. Und das habe ich jetzt schon mal verhindert. Ich glaube, das Rot hier am anderen Ende wäre unten, da kommt, glaube ich, noch was drauf, das ist uninteressant, aber ja, da bauen wir jetzt gleich hin auf der anderen Seite. Wunderbar, dann bin ich den Pin hier nämlich los. Also, noch ein kleines L. Noch einen gewinkelten. Noch ein Triebwerk oder, naja, es ist eigentlich eine Felge. Du. Da drauf. Chrom. Noppenpin. Da drauf. Ne, da fehlt jetzt noch ein Teil wieder. Genau. Du fehlt es noch. So. Und die ganze Geschichte. Ich sage ja, wenn da auf der anderen Seite nichts gegendrückt, dann drückt sich das gerne mal durch. Ich drehe mal die Schlitze von diesen Hülsen. Ist auch nicht schön, sind die Angusspunkte außen. Ja. Irgendwofür muss man sich entscheiden. Gut, dit. Elber Lift Arm. Ah, seht ihr. Guck mal, das ist doch auch nicht schlecht.
Hier kommt jetzt dieser Liftarm. Der ist jetzt da drauf gesteckt worden. Und das wäre jetzt rot. Ich weiß nicht, ob da noch was vorkommt, aber dass das nicht rot ist und dass das nicht rot ist, feiere ich schon mal sehr. So, Motor. Achso, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die Pleuelstange, wo man nicht durcheinander kommen sollte. So, gut, dass das rot ist, sieht man nicht so sehr. Das ist nämlich auch eine Thematik. Aber die sind ja hier sogar geschlossen, also man kann von hier gar nicht sehen, dass da ein roter Pin ist. So, da kommt wieder. Ich will die immer verkehrt rum drauf machen. Ich denke immer, der muss doch andersrum. Nein, schon richtig so. Pleuel. Vielleicht sollte ich es hinlegen. Roter Pin. Rote Achse. Oh. Ja, aber wenn ich es hinlege, dann kann ich ordentlich anfassen. Es ist doch, wie man es macht, macht man es verkehrt. Achso, der soll hier nach unten. Ja, nach oben. Und wo sind wir denn? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich möchte jetzt möglichst, ohne hier was durcheinander zu bringen. Genau, jetzt noch einmal noch rot. Pleuel down, Pleuel up. Und der wieder. Da sieht man ein bisschen rot, aber das ist ja gut. Kolben. Ach so, die soll doch dahin zeigen. Tja, da hätten sie vielleicht mal so eine kleine irgendwas machen sollen, wo dieses Loch sich einfädelt, damit die Kolben sich nicht verdrehen können. Weil eigentlich müssten die natürlich so und nicht so. Weil eigentlich sind das ja keine Kugeln, sondern, ja, egal. Wir sind hier ja nicht beim Maschinenbau. So, Freude, Freude. Also, wir nehmen jetzt erstmal 1, 2, 3, 4. Erstmal nehmen wir 4. Das ist natürlich jetzt, wo ich auch überlege, gäbe es da irgendwie was Schöneres als schwarze Pins? Gut, Trans-Clear Pins, no way. Geht, glaube ich, vom Material nicht, weil dieses Trans-Clear ist, glaube ich, etwas spröder als der normale Kunststoff. Und ich glaube, man könnte aus TransClear keine Pins herstellen. Das geht, glaube ich, nicht. So, jetzt wird es, aber gleich wird es spannend. Ich meine da was gesehen zu haben, was später nochmal relevant wird. So, das Ganze bauen wir zweimal. Das war das erste Mal. Hier können wir schon mal den Pin auf der gegenüberliegenden Seite. Ich feiere das so hart, diese Trans-Clear-Zylinder. Es ist ja eh schon cool, dass man den Motor sehen kann oder die Kolben sehen kann, weil üblicherweise das hier offen ist. Aber dass dann der ganze Motorblock jetzt Trans-Clear ist. Deswegen hadere ich auch sehr damit, diese schwarzen Kappen da drauf zu machen, weil für mich dann die Hälfte von der Show wieder weg ist. So, jetzt muss ich gucken.
So, ihr bitte. Bitte einmal da durch, da, von hier. So, ihr da rein. Und ihr, Moment. Das, weil das alles so wackelig gelagert ist, ist es nicht so. So, das haben wir erstmal im Block. So, und das ist nämlich genau der Punkt. Hier soll man jetzt blaue Pins benutzen. Muss man ja, weil, ne? Und das habe ich vorhin schon, das habe ich am Anfang schon mal gesehen auf dem Foto, Bauzeichnung, was auch immer, dass sie gesagt hat, nee, das ist doof, weil dann sieht man nachher die ganzen schwarzen Pins und nur an den zwei Stellen, und das ist nämlich, glaube ich, so, dass man es nachher sehen kann, sieht man blaue Pins. Ich will noch mal kurz gucken. Genau, hier, das meine ich. Das sieht man jetzt wahrscheinlich kaum. Ne? Man sieht nachher den Motor, man sieht hier blau, schwarz, 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 schwarz und hier am Ende sieht man blau. Und dafür opfere ich dann tatsächlich auch schon 4 von meinen kostbaren Pins. Wie viel habe ich dann noch? 4. Hm. Okay, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich muss noch mal gucken. Ich weiß halt nicht. Ich sehe halt, also, ich sehe hier, das ist einer von den anderen. Das weiß ich. Ich sehe 1, 2, 3, ich sehe an dem Sitz. Ich muss mal kurz schauen, die Sitze. Jetzt muss ich hier wieder durchblättern. Da haben wir gesagt, der ist unwichtig. Das ist ein Pluszeichen. Den hätten wir schon längst ersetzen müssen. Das ist, glaube ich, auch unwichtig. Motorhaube, würde ich sagen, ist auch unwichtig. Da gehen so viele rein, so viele habe ich gar nicht. Die brauche ich aber auch größtenteils nicht, weil ich diese komischen Flammen da nicht einsetze. Ich müsste jetzt mal wissen. Ich glaube, hier kommt der spannende Teil. Gut, das ist so einer. Das ist unwichtig. Also nicht unwichtig, aber davon habe ich ja genug. Mir geht es ja eher darum. Dass hier nachher noch ein weißer kommt. Also das ist auf jeden Fall ein langer Pin. Das ist ein kurzer Pin. Das ist auch, das ist ein langer Pin, den ich ersetzen muss. Das ist ein kurzer Pin. Das ist ein kurzer Pin. Der, haben wir gesagt, ist unwichtig. Was habe ich gesagt? Ich habe noch, genau. Nee, ich glaube, das beim Motor kann ich mir nicht leisten. Wenn ich jetzt nur mal wüsste, wann und wo die Sitze gebaut werden. Ich sehe hier immer noch keine Sitze. Jetzt kommen hier die Sitze. Armaturenbrett. Ist das ein Aufkleber? Irgendwo müssen Aufkleber sein. Egal. Ah, das sind auch die. Okay. Ups. So, muss ich noch mal gucken. Also ich glaube, das sind überwiegend kurze Pins. D.
Den möchte ich auf alle Fälle in Schwarz. Das ist ein kurzer. Nee, Leute, das ist mir zu riskant. Es ist natürlich bescheuert, dass man das vorher nicht hundertprozentig weiß. Eigentlich müssen wir das Ding einmal bauen, auseinanderreißen, wieder zusammenbauen. Ich glaube dann, bevor ich mich hinterher mich dumm und dämlich ärgere, nehme ich das jetzt in Kauf, dass die blau sind. So, weil, ne, hier kommt jetzt, die gehen hier nach außen. Und ich muss das mal richtig rum. Ach so, die Pleuelstange. Ach ja, das war natürlich ganz ungeschickt. Die Pleuelstange gehört natürlich nach oben, weil das Ganze soll ja da laufen. So. Ja, und das mein ich halt. Ne? Jetzt haben wir hier schwarz, 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 blau. Schwarz, 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 blau. Hätte ich doch bloß mehr von den Pins. Können wir jetzt mal kurz, habe ich hier irgendwas? Nö. Oder? Ja, ich glaube, solange ich auf der Gegenseite nichts habe. Super. Ja, ich sehe mich am Ende mit zwei schwarzen Pins noch übrig und dann reiße ich das Ganze auseinander, um die wieder zu tauschen. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, ob ich auf der anderen Seite auch noch welche bräuchte, wahrscheinlich. Gut. Motorblock. Was machen wir jetzt? Wir nehmen einen halben Liftarm. Die Dinger, ich weiß nicht, ob die nachher in den Motorblock reingehen. Nee, seht ihr, da brauche ich auch noch was. Nee, gut. Das hätte ich auch vorher mir überlegen können, weil von der anderen Seite kommen auch noch blaue und das so viele habe ich definitiv nicht. So, ein halber Zweier Liftarm. Bin ich doof? Das dreht sich doch nicht. Jetzt bin ich gerade hochgradig verwirrt. Durch das kann sich das doch nicht drehen oder soll sich das alles drehen? Wahrscheinlich soll sich das alles drehen. Ach, wir werden es sehen. Wir hier mal kurz was gucken. Das wird das, das wird das, das wird das. Das wird das, das wird das. Da spendiere ich mal, weil davon habe ich reichlich. Und das macht sich, glaube ich, da negativ, was heißt negativ bemerkbar. Irgendwie blicke ich hier gar nichts mehr. Ja, auch kein Wunder, wenn du. Jetzt habe ich mich selber so aus dem Konzept geschossen. So. Ups, jetzt drücke ich da die Achse wieder raus. Das kommt, wenn man hier keinen seelischen Beistand hat. Gut. Ihr bekommt von mir schwarze Achsen. So, und die sollen jetzt. Ich werde wahrscheinlich hinterher kapieren, was ich da baue. Und auf diese ganze Konstruktion kommst jetzt du oben drauf. Doch.
Dann kommt hier das große Zahnrad. Von da kommt eine Viererachse mit Stopp. Da kommt das graue Zahnrad drauf. Hier kommt der und der. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, so einen Pin so rum in einen dünnen Liftarm zu bauen. Habe ich vorhin noch gesagt. So. Jetzt kommen hier. Und wie gesagt, so viel schwarze Pins hätte ich eh nicht gehabt. Da wären ja schon 4 Stück hierfür draufgegangen. Nein. No, thank you. Und diese Konstruktion geht jetzt hier hin. Und diese ganze Konstruktion macht jetzt bitte was? Das wird jetzt fummelig, weil natürlich die Kurbelwelle am richtigen Punkt sein muss. Und das Zahnrad im richtigen Winkel sein muss. Ja. Und jetzt soll ich die hier durchstecken. Gut, wie gesagt. Das wollte ich verhindern, aber dafür müsste ich viel mehr schwarze Pins haben. So, und jetzt irgendwo haben wir hier einen mentalen Block. Der rechte, der linke. Wieso dreht der Motor nicht? Irgendwas ist da faul. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo einen ganz dicken Bock geschossen, aber ich sehe nicht wo. Ja, jetzt sehe ich wo. Oh no. Ich saß immer wieder, ich sollte nicht abends bauen. So, wie können wir jetzt mit möglichst wenig Schaden das beheben? So, und jetzt bitte wieder alle zurück ins Körbchen. Also wenn ich in einer Sache gut bin, dann in verfuschte Sachen wie mit möglichst wenig Aufwand wieder in Ordnung bringen. Das kann ich. Das habe ich schon viel zu oft unter Beweis stellen müssen. Da habe ich wieder überhaupt nicht drauf geachtet.
das ja hier. Ne? So. So muss das gehen. Das glaube ich nicht. Dass ich. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Bauen wir lieber. So, ach nee. Dich wollte ich ja eigentlich gerade anbauen. Und zwar hier. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es hiermit auf sich hat. So, und ich. Also gut. Da man ja die Kolben trotzdem sieht, mache ich die Deckel drauf. Weil schwarz und das Auto schwarz und so weiter und so fort. Aber nicht diese peinlichen blauen Flammen. Die kommen ja nicht ins Haus. Man sieht ja, dank des TransClear sieht man trotzdem, dass die Kolben da die Kolben im Zylinder rauf und runter gehen. Aber diese Flammen. Und ich fände es trotzdem schöner, wenn die Achsen schwarz wären. Ich muss mal gucken, ob man die irgendwo kaufen kann. So, das hier ist eine wackelige Konstruktion, aber da kommt ja vielleicht noch irgendwann Halt rein. So. Du da. Ja. So. Achso. Da geht richtig die Luzi ab. Und wie gesagt, man sieht es ja trotz der Kappen. Es sieht gut aus. Wie gesagt, die blauen Pins. An der Stelle sind sie wirklich. Oder ich setze sie doch da ein und verzichte an anderer Stelle, wo man sie weniger sieht. Nein. Wollen wir nochmal fertig werden heute. Das wird eh schon lang. Blink, 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 blink. Kann mir einer sagen, wie spät ist es? Da ist die Uhrzeit. Gut, hier wieder freundliche Farben. Ups. Ach, dafür haben wir hier vorhin die Technik-Bricks eingebaut. Heige? Mit? Nee. Doch in der Farbe. Ach, gelbe Achse. Noch so eine. Noch so eine. Ach, das ist wahrscheinlich der Mechanismus, mit dem man den von außen betätigt. Und zwar. Du Pin sollst dahin und du sollst da. Und dann kann man hier. Oh, super. Weil das ja nur ein. Ich bin begeistert. Natürlich hält das nicht. Das sind ja nur Noppen. Was für ein Scheiß. Also ich hoffe, dass da noch irgendwie. Irgendwas Schlaues gemacht wird, dass der Stein nicht so leicht sich verabschiedet, weil. Nun ja. Kommt jetzt, ist es hier jetzt ein Anschlag für den? Dass man ihn nicht zu weit drücken kann? Ich glaube ja. Ja, achso. Muss das ja mal hier machen. Also jetzt habe ich hier dieses Ding angebaut und
Jetzt geht das nur noch. Da muss man schon, kann man so doll drücken, wie man will. Nee, man kriegt den Stein nicht mehr. So schlau waren die bei Lego dann auch, dass sie gesagt haben, nein, so können wir das nicht lassen. Zack. Die großen. Ups. Schwarzen Konnektoren. Von beiden Seiten. Na. Neun, neun. Noch ein Neuner. Das ist ja auch, das hatte ich auch schon gesagt, dass ich das nicht verstehe, warum man so früh schon das Dach baut und anbaut. So. Weil das ja auch jetzt super stabil ist, während ich baue, immer hier dieses Labberdach mitzuschleppen. So, wir bauen zweimal the same. Oh, knack. Zwei freilassen, zwei nebeneinander. Das nächste Loch gegenüber und da auch nochmal. Zwei freilassen. Da. Und da. So, dass drei Löcher übrig bleiben. Eins, zwei. So, dass drei Löcher übrig bleiben. Eins, zwei. So, und diese ganze Konstruktion. Interessant mit diesen nach innen gerichteten. Ne? Das heißt, die drücken wir irgendwann nach außen. Ich weiß immer noch nicht, in welchen Winkel diese Auspuffrohre zeigen sollen, aber ich bin schon mal sehr happy, dass ich die roten Pins ersetzt habe. Mit den blauen Pins im Motor bin ich immer noch totunglücklich. So, Bauabschnitt 3. Gut, das heißt, wir haben jetzt wieder Reste. Ich muss mal überlegen, was ich hier mit meinen Resten mache. Ich habe hier eine Restetüte, aber die ist voll. Ist ja nicht so, dass ich keine Tüten habe. Aber ich überlege, ob ich. Nee, die Schüssel ist mir zu kostbar. Ja, ist ja nicht so, dass ich keine Tüten habe, ne? So, dann nehmen wir so eine Tüte. Und dann geht das ganze Gedöns. Wird einmal umgefüllt. Das ist nämlich auch noch von anderen Sachen Reste. Und dann kommt. Ich ahne schon wieder Böses. Bleiben Sie ruhig. Regen Sie sich nicht auf. Es ist niemand schuld, außer Ihnen selbst. So. Also, dass die hier übrig sind, ist logisch, weil ich sie durch schwarze ersetzt habe. Dass diese ganzen Teile übrig sind, ist logisch, weil. Weil ist so. Das hier ist Müll. So. Der hier macht mir Sorgen.
Ich kenne mich ja. Ich kenne ja mein Talent. Ah, da ist er. Der kommt hier noch runter. Nur einfach, also, ne, der kommt von unten gegen den Leuchtstein. Nur damit das bündig, damit er auf einer Fläche ist. Mit, mit. Naja, es ist ja einigermaßen stabil. Wenn ich am Ende vier schwarze, nein, ich habe am Ende definitiv keine vier schwarzen Pins übrig. Ich könnte mir vielleicht versuchen, noch irgendwo zu besorgen, welche zu besorgen. Noch könnte ich das wieder abnehmen. Ach nee, wir wollen es nicht übertreiben. Gut, also, das ist die Restekiste. Das sind meine Ausweichpins. Hier habe ich noch uninteressante Pins und Achsen. Achso, ja, dann merken wir uns Seite 90. Ich versuche mir mal Seite 90 zu merken. Ich habe auch im Moment nichts, was ich als Lesezeichen so spontan benutzen könnte. Weil ich habe auch keinen Aufkleberbogen gefunden. Vielleicht ist er noch tatsächlich im Karton irgendwo drin. Also stutzig macht mich das ja doch. Okay, Seite 90. Du kommst dahin. Der Müll kommt gleich weg. Ja, ich brauche ja, ihr müsst ja nicht mehr zugucken, wie ich meine Tastatur wieder hervorhole. Ja, war ein bisschen chaotisch. Und ich muss noch mal eine Nacht darüber schlafen, ob ich die schwarzen Pins da einsetze. Vielleicht google ich gleich mal, suche ich gleich mal eBay, ich gleich mal, ob es schwarze Pins zu kaufen gibt. Weil noch hätte ich die Chance. Macht's gut.